Hi, ich bin's wieder, eure Luisa von Einfach Backen. Bei uns auf dem Kanal findet ihr unglaublich viele tolle Rezepte, daher abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei jedem neuen Video. Wir machen heute zusammen ein Klassiker aus der bayerischen Konditorei, eine Prinzregententorte. Dafür brauchen wir Milch, Puddingpulver, Zucker. Puddingpulver ist mit Schokolade. Eiweiß, Zucker, flüssige Butter, ein bisschen Rum, Butter, wir brauchen Mehl, wir brauchen Zartbitterschokolade, Eigelb, eine Prise Salz, etwas Öl und nachher für die Tränke noch Zucker mit Wasser. Und wir starten nicht wie üblich mit dem Teig, sondern diesmal mit unserem Pudding. So, für den Pudding nehme ich die Milch und gebe die in einen Topf. Die letzten paar Esslöffel gebe ich zu meinem Puddingpulver und dem Zucker. Die Milch koche ich auf und das Ganze hier verrühre ich schon mal. Dann habe ich hier ein kleines Backblech, sage ich jetzt mal, oder Tablett. Was ich mal ganz gerne mache, vor allem wenn man vielleicht nicht so lange warten möchte, dass der Pudding ausgekühlt ist, ist den in so ein Alublech ziemlich flach ausstreichen, mit Frischhaltefolie nachher bedecken, sodass die Frischhaltefolie die Oberfläche berührt, so bildet sich keine Haut. Und dann stelle ich das raus oder zur Seite, dann ist das auch relativ schnell kalt oder zimmerwarm ausgekühlt. Kleiner Trick am Rande. So, wir warten, bis die Milch kocht. Jetzt geben wir unsere Schokozuckermasse dazu zur Milch. So, klassischer Pudding kochen eben. Und köcheln das Ganze nochmal auf für eine Minute. Und dann ist der Pudding auch schon fertig. So, wie vorhin beschrieben, verteilen wir den Pudding hier drauf. Und decken den gleich ab mit der Frischhaltefolie und stellen den beiseite. Dann kann der schon mal auskühlen und wir machen weiter mit den Böden. Weiter geht's mit unseren Böden. Dafür starten wir mit dem Eiweiß. Und zwar gebe ich einen Teil vom Zucker mit einer Prise Salz zum Eiweiß und schlage das miteinander auf. Der Restzucker landet bei meinem Eigelb nachher. Das Eiweiß muss nicht super duper steif sein, sondern ein bisschen cremig, damit sich das nachher auch besser verarbeiten lässt. Jetzt gebe ich die Eigelbe zum Zucker und schlage das Ganze auch schön schaumig auf. Beim Eigelb ist es so, je länger man aufschlägt, desto heller wird die Masse und wir wollen eine richtig schön hellgelbe, fast weiße Masse haben. Jetzt heben wir den Eischnee vorsichtig und das Eigelb. Dann geben wir das Mehl dazu, heben das auch kurz noch unter. Und zum Schluss geben wir jetzt noch die Butter dazu und heben die mit unter. So, dann brauchen wir jetzt 7 Tortenböden. Dafür habe ich schon mal mir 24 cm Kreise auf Backpapier aufgezeichnet und die werden nacheinander gebacken oder zu zweit gebacken im Ofen. Immer ca. 4 Esslöffel pro Boden. Aufstreichen, glattstreichen, backen. Gebacken werden die Böden bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 4 bis 5 Minuten. Let's fits. Ich gehe mit den 4 Esslöffeln in die Mitte und arbeite mich dann aus der Mitte heraus. So. Weiter geht's mit unserer Tränke für die Böden. Dafür gebe ich Zucker und Wasser in einen Topf, koche das kurz auf,
Und dann gebe ich einfach den Rum dazu und stelle das wieder beiseite. So, während das aufkocht, gebe ich schon mal die warme bzw. Zimmertemperatur warme weiche Butter in meine Rührschüssel und schlag die schön weich schaumig auf. Es dauert ein paar Minuten. So, der Rum, der kommt hier jetzt dazu. Und dann gebe ich das Ganze auch wieder zurück in die Schüssel. Fülle mir hier jetzt Wasser rein und dann schmelzen wir auch gleich schon unsere Schokolade im Wasserbad. So, jetzt geben wir den Pudding esslöffelweise dazu. Ja. Oh Gott, wer kennt's und wer hasst's? Einmal nebenher noch in der Schoki drehen. So, und jetzt kratze ich den Rest vom Blech, gebe das auf einmal dazu. Das ist nicht mehr ganz so viel. Einmal kurz von unten lösen. Und am Ende lassen wir die Schokolade ganz kurz auskühlen und geben die dann noch mit dazu. Wir geben jetzt die gesamte flüssige Schokolade hier zur Creme. Schlagen das Ganze noch mal kurz auf. Achtet wirklich darauf, dass die Schoki nicht mehr zu warm ist, dass die Creme nicht zu flüssig wird. Das geht gerade noch so richtig super zum Verstreichen. So, und was ich jetzt gleich mache, ist schon mal für unseren Überzug die Schokolade zu schmelzen. Über demselben Wasserbad. Das passiert jetzt einfach nebenher, ohne Probleme. So. Also, richtig schöne Schokocreme. So, wir starten mit dem Schichten. Und zwar habe ich jetzt meinen knusprigsten Boden nach unten gelegt. Und der wird nicht getränkt. Darauf verteile ich jetzt ca. 4 Esslöffel Creme. Verstreiche die vorsichtig. Wichtig ist echt, dass ihr mit einem Tortenring arbeitet. So hat das Ganze nachher auch einen schönen geraden Rand. Dann geht der nächste Boden drauf. Leicht andrücken. Und jetzt wieder 4 Esslöffel Creme. Und das Ganze machen wir, bis wir den obersten Boden haben. Dann stellen wir sie erstmal kalt. Wenn wir fertig sind mit allen Schichten, stellen wir die Torte kurz vor 15 Minuten in den Kühlschrank, bevor wir dann mit der Restcreme die Torte einstreichen. So, ich habe meine Torte jetzt aus dem Kühlschrank genommen. Die ist auch schon schön fest, einigermaßen zumindest. Ich war relativ großzügig, sage ich jetzt mal, in der Füllung und habe somit schon einen fast perfekt eingestrichenen Rand. Ich gebe jetzt noch den Rest der Creme oben drauf und verteile das schön oben und nochmal ein bisschen an den Rand und stelle sie dann nochmal kurz kalt. Jetzt wäre natürlich der Moment, nachdem sie eingestrichen ist, dass ihr sie mindestens 6 Stunden kalt stellt. Da sie jetzt aber schon eine Weile im Kühlschrank war, kann ich das ein bisschen verkürzen. Und brauche nicht mehr ganz so lange. Am besten macht ihr sie eh am Vortag. Dann kann ihr nämlich auch richtig schön durchziehen. Dann kann der Rum in die Böden. Kriegt Power. So, jetzt verstreiche ich das hier noch ein bisschen.
gleichmäßig. Und dann kommt die Torte nochmal kurz in den Kühlschrank und kriegt danach ihre Glasur. Unsere gekühlte Torte, unsere Glasur. Die Glasur ist temperierte Zartbitterschokolade, in der ich das Öl noch eingerührt habe. Genau, die geben wir jetzt zu 2/3 hier oben drauf, sodass die Glasur schön gleichmäßig, einigermaßen gleichmäßig über den Rand läuft. Und mit dem Rest arbeiten wir einfach noch am Rand nach. So, vorsichtig aus der Mitte heraus, an den Rand. Wir brauchen das Drittel eigentlich nicht. Ich arbeite noch kurz den Rand hier sauber und dann ist die Torte auch schon fertig. Sieht unglaublich schön aus. Die Kuvertüre zieht auch schon langsam an, kriegt einen schönen matten Glanz, wenn sie richtig temperiert ist. So gefällt mir das. Und fertig ist unsere Prinzregententorte. Ich freue mich jetzt gleich schon auf den Anschnitt, ihr sicherlich auch. Wenn ihr Lust habt, weitere Tipps und Tricks zu lernen zum Thema Tortenbacken, dann klickt doch hier oben rechts auf unseren Einfachbacken-Online-Kurs. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke und den Link zum Rezept findet ihr natürlich unter diesem Video in der Infobox. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir schneiden sie an. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob euch das Rezept gefallen hat und wenn ihr sie nachmacht, wie sie geschmeckt hat. Okay, wir brauchen ein heißes Messer. Okay, wow. Sehr schön, sieht mega aus. Einmal für euch hier zum Gucken. Ein wunderschöner Anschnitt, wie ich finde. Und wie ihr sehen könnt, macht es gar nichts mehr aus, dass der erste dünne, knusprige Boden jetzt ganz unten ist. Ganz im Gegenteil, der stabilisiert das Ganze jetzt ein bisschen. Und der restliche Anschnitt ist auch wunderschön. Also ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbacken. Die Torte rentiert sich auf alle Fälle. Ich probiere gleich noch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt einfach backen. Tschüss!